Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gerade im Pantheon Casino, die neue Veranstaltungsstätte des Pantheon. Und heute findet das zweite Konzert in der Konzertreihe Jazz im Konzert statt. Heute Abend spielt das Peter Potschka Quintett mit dem Tenorsaxophonisten Rick Magizza, der auch in den 80er Jahren schon mit Miles Davis getourt ist und einige Scheiben bei Blue Note rausgebracht hat und im Moment in Paris wohnt. So eine tolle Jazz-Location, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem mit so einem tollen Publikum, gibt es in Köln, wo ich herkomme, leider nicht. Und ich finde das ganz großartig hier. Also, am Tenorsaxophon fange ich mal an, haben wir unseren prominenten Gast aus USA, das ist der Rick Magizza, ein wunderbarer Tenorsaxophonist, der im Moment in Paris lebt. Deswegen war das auch darstellbar mit den Reisekosten, den hierher zu kriegen. Und macht noch mehr Spaß, mit ihm zu spielen, als ich ohnehin schon dachte. Also toller Mann, Rick Magizza aus Paris. Dann am Piano haben wir den Martin Sasse, ist ja ein bekannter, in der Jazzszene bekannter, sehr guter Jazzpianist, ursprünglich aus Hamm, lebt jetzt schon lange in Köln, spielt mit allem, was Rang und Namen hat. Martin Jakunowski am Bass genauso, schon lange in Köln, sehr arrivierter Bassist. Und am Schlagzeug haben wir den Tobias Backhaus, ein wunderbarer, junger Schlagzeuger, der ursprünglich aus Darmstadt stammend jetzt schon länger in Berlin lebt und da überhaupt, also deutschlandweit sehr gefragt ist auch. Purer Jazz, sehr klassisch, sehr ja, schön, raffiniert und abwechslungsreich. Ja, es ist wunderbar hier. Ich freue mich, mit meinem Freund Thomas Kimmerle hier zu sein. Es ist sehr schön, hier richtigen Jazz in Bonn zu hören. Wann hat man das schon mal?
mit der Veranstaltungsreihe bin ich sehr zufrieden, da wir alle Konzerte ausverkauft haben. Auch die kommenden Konzerte im November, Dezember sind ausverkauft und somit wird die Veranstaltungsreihe nächstes Jahr auf jeden Fall fortgeführt. Und ich bin mir sicher, dass wir auch wieder viele interessante Acts bekommen.